Mysterium Leben. Mysterium Evolution. Doch die Antwort ist so einfach. Neues Leben beginnt streng nach Plan. In der Evolutionssteuerzentrale werden die Karten des Lebens neu gemischt. Wie jedes Kind weiß, sind die Störche für den Nachwuchs verantwortlich. Diese weisen und besonnenen Geschöpfe überlegen und diskutieren jahrhundertelang, welche Rasse sie auf welchem Planeten gedeihen lassen wollen. Auch ein plötzlich auftretender Evolutionsalarm kann sie nicht aus der Ruhe bringen. Heute stehen drei außergewöhnliche Völker auf dem Plan. Drei Rassen, wie sie unterschiedlicher nicht sein können, müssen auf drei verschiedenen Planeten ausgesetzt werden. Ohne Hast. Mit professioneller Ruhe nehmen die Störche ihre Arbeit auf. Jeder Handgriff sitzt und Fehler sind völlig ausgeschlossen. Pflichtbewusst gehen sie ihrer Arbeit nach und lassen sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Wirklich nichts kann sie davon abhalten, ihren Auftrag gewissenhaft auszuführen. Auch technische Probleme werden in jedem Fall rasch behoben, sodass der Auftrag perfekt zu Ende gebracht werden kann. Jedes der drei Völker erhält die gleiche Chance, sich in Ruhe zu entwickeln. Ja, hallo da draußen und willkommen zu einem neuen Let's Play. Diesmal begeben wir uns zurück ins Jahre 1999 zu Die Völker 1 oder auf Englisch Alien Nations, was ich jetzt seit einiger Zeit erst weiß. Und ja, ich habe ja schon damals ein bisschen Rayman gemacht, was auch nicht gerade das jüngste Spiel war. Und ich muss sagen, ich vermisse so ein bisschen die ganzen alten Games und ich werde auch einige jetzt nachholen auf jeden Fall. Das heißt, ja, mal gucken, ich werde auf jeden Fall mehrere ältere Games hier auf den Channel jetzt bringen. Mit einem dritten Let's Play Platz würde ich mal jetzt vermuten. Und wir zocken auf jeden Fall jetzt mal die Völker 1. Ich weiß nicht, wie weit durch. Wir werden uns auf jeden Fall eine Nation schnappen. Wir werden uns ein bisschen was angucken und so weiter. Und die Völker 2 dann natürlich auch noch. Die Völker 2, muss ich sagen, habe ich noch nie wirklich gezockt. Ich habe es mal angezockt, damals eine Demo-Version oder so. Habe es mir jetzt aber fürs Let's Play besorgt. Das heißt, da werde ich völlig neu drin sein. Das Einzige, was ich da gemerkt habe, sie haben sich ein bisschen an die Siedler orientiert. Und ach, werden wir alles noch sehen. Die Völker, manche kennen es nicht, manche kennen es. Yowood gibt es schon seit einigen Jahren nicht mehr, nachdem sie damals ziemliche Debakel, vor allem was das Marketing angeht, rausgehauen haben. Yowood war aber in dem Sinne jetzt nur der Publisher hiervon. Natürlich hat jemand, wie wir gerade schon im Trailer gesehen haben, jemand ganz anderes das programmiert. Dementsprechend, ja, könnte man, also für mich ist es ein absoluter Klassiker, den man immer wieder zocken kann. Ja, wo fangen wir an? Introduction. Brauchen wir eine Introduction? Ja komm, Let's Play, machen wir mal eine, oder? Ich guck mal kurz, was gibt's denn hier? Control System, Introduction to Research, Motivation and Crime, Diplomacy and Trade, Armament and War. Ja, nee, eher nicht so. Was zudem auffällt, ich hab's auf Englisch, aber die ganzen deutschen Files habe ich von meiner CD rüber importiert. Das heißt, wir haben hier, deutschen Sound im Endeffekt. Musik habe ich ausgeschalten erstmal, weil es echt nervig war und ich gemerkt habe, ich habe damals das auch ohne Musik groß gezockt. Zudem kann ich Musik jetzt nicht, also das fand ich eh schön. Wenn man Musik hier rausdreht, dreht man damit das gesamte Volume aus. Fand ich sehr interessant.
War ein bisschen problematisch, das sind zuckiger, also. Egal, genug Gelaber. Scheiße, jetzt habe ich meinen Timer links verdeckt. Ja. Egal. Nein. Campaigns. Auf jeden Fall, wir sehen jetzt gerade, und man sieht, wo ich gerade den Rahmenscreen habe. Wir haben drei Nations hier. Einmal natürlich die Piemonts, die Amazons, Amazons und Saiki. Ich spreche es einfach Amazon, Piemont und Saiki aus. Punkt aus, fertig. Deutsche wir jetzt hier einfach ein. Ich weiß nicht, mit was starten wir denn mal? Ach komm, wir starten wirklich mit den Piemonts und arbeiten uns mal durch. Weil ich habe echt Bock auf das Game. Ich habe so lange nicht mehr gezockt und boah. Select Mission, The Tavern. Ich könnte die Texte vorlesen. Ich überlege gerade, soll ich auf Englisch vorlesen? Mein Englisch ist immer super, ihr kennt es. Ich mache es einfach mal. Your nation is full of good nature. Cheerful people of high spirits. What could be a better place to recover you for your hunters, farmers, lumberjacks and all the other sincere members of the Piemont society than an idyllic tavern at the shore of a small pond? The objective of this mission is to open a tavern in your first city. Okay, wir sollen eine Taverne einfach nur erstellen in unserer Stadt. Dort schauen wir uns mal an. Jetzt erstmal wieder auf Deutsch umstellen. Ach ja. Hallo? Bild? Das Bild ist nicht richtig da. Wenn wir jetzt reingehen. Ah, okay. Jetzt ist es da. Ich muss nur kurz gucken. Die Szene müsste eigentlich... Ah, wartet. Jetzt. Ich muss hier nämlich die Szene einmal durchwechseln. Das liegt daran, dass es... Gebäude wird errichtet. Ja, warte, ich muss mal kurz den Sound für mich nochmal leiser drin. Das liegt daran, dass das Spiel im Menü Gebäude auf 800 ist und hier auf 1024 hochgestellt wurde. Gebäude wird errichtet. HD-Patches habe ich jetzt keine auf Anhieb gefunden. War mir aber auch egal, muss ich ganz ehrlich sagen. Machen wir jetzt einfach mal so. Das wird schon passen. So, wir bauen mal jetzt hier ein bisschen was. Erstmal hier zwei Gebäude Wohnhäuser wird errichtet. Schule. Ich muss sagen, ich habe ja die Völker 2 gerade angezockt. Und die haben sich an die Siedler in dem Sinne orientiert, dass du nicht mehr die Einheiten so steuern kannst wie die hier. Zum Beispiel kannst du hier sagen, so, ihr lauft mal jetzt irgendwie hier hin und macht irgendwas anderes. Und das haben sie komplett rausgenommen. Das finde ich schade, weil es hat für mich die Völker ein bisschen mit ausgemacht. Ein Gebäude ist aber fertig. Da werden wir uns noch später drum kümmern, wenn es mehr in die Richtung von die Siedler, sag ich jetzt schon, die Völker 2 geht. Ja, während wir hier gerade mal so ein bisschen den langsamen Start machen. Was kann ich sonst noch erzählen? Darf jemand auf jeden Fall öfters noch Retro-Let's Plays machen hier? Ich werde auf jeden Fall einen Let's Play jetzt mal recht aktuell halten, mit beispielsweise jetzt The Witcher. Thief wird noch eine ganze Weile laufen und wird mit der Zeit auch aktueller werden. Das lässt sich nicht aufhalten. Weil irgendwann kommen wir bei C4 an und dann ist es aktuell. Und ja, ansonsten werde ich hier jetzt mal so Sachen wie Space Colony, die Völker und noch einige andere machen. Na gut, jetzt mal zu dem Game an sich, was gerade, wartet mal, ein bisschen langsam vorangeht. Wie war das nochmal? Ah, hier, mit den Tasten war das. Das haben nämlich einige bei GOG quasi bemängelt. Ich weiß gar nicht. Ist er doch schneller? Nee, auf 5 ist F5 sich schon auf normalem Tempo anscheinend. Stimmt, hier muss man mit Pfeiltasten machen oder mit Maus. Hauptsächlich mit Maus alles. Ich habe wirklich hier gar nichts zu tun, außer mit der Maus zu steuern. Ich kann gar nicht RSD nutzen, weil es damals natürlich noch nicht so wirklich drin war. Warte mal, können wir nicht irgendwas schon ausbilden? Transporter. Wir haben wir freie Bewohner überhaupt? Sind war nicht Transporter automatisch? Ich meine, aus Transportern hat man alles gemacht, oder nicht? Oha, das ist schon etwas lange her, merkt man gerade. Was haben wir hier? Nektor. Rabbit. Ach ja. Komm, ein bisschen beschleunigen wieder. Wie man sieht, es dauert ein bisschen. Haben wir überhaupt genug Stein? Dir fehlt Stein. Ja, da kam die Antwort. Wir haben nicht genug Stein. Na komm. Waiting for a student. Jetzt müsste eigentlich er hier rein. Richtig. Er geht natürlich jetzt kurz rein. Lässt sich ausbilden. Der Enter ist der Bauarbeiter. Der kann auch das Ding schon fertig machen, oder nicht?
Ja, da hat sich hier dran festgefressen, weil die das Stein dort nicht geliefert haben, ja. Da war die Arbeitsorder etwas Ausbildung anders. Abgeschlossen. So, du gehst jetzt hier hoch zum Stein. Ach ja. Was kannst du derzeit machen? Wir brauchen, glaube ich, nämlich noch Nahrung. Du hast keine freien Träger. Ich weiß gar nicht mehr, können die sterben die hier bei zu wenig Nahrung oder war es einfach nur schlechte Laune? Ich habe keine Ahnung mehr, muss ich sagen. Werden wir vielleicht irgendwann merken. Ein Gebäude ist fertig. Wir holen uns auf jeden Fall mal Nahrung ran. Ein Gebäude ist fertig. Supi. Weil bei Cossacks damals war es ja so, wenn du keine Nahrung mehr hattest, sind die Leute ja wegkrepiert. Aber da gab es ja auch, dass du kein Gold hast und dann sind die zu Söldnern geworden. Alles Mögliche. Cossacks könnten wir zudem auch mal machen. Habe ich auch recht aktuelle Versionen auf Steam, die gut funktionieren auf dem PC. Und nicht laufen abschmieren oder hakeln oder, ach, weiß ich nicht. Gibt es genug, was da passieren konnte. Sogar, glaube ich, mit Musikfiles, wenn ich richtig das in Erinnerung habe. Weil die geht gar nicht mehr, wenn du die ganz alten CDs wenigstens irgendwie hinkriegst. Und ja. So, er sammelt hier ein bisschen Nahrung wenigstens. Ja gut. Ausbildung abgeschlossen. So, jetzt haben wir den zweiten Stein metzt. Können wir schon mal da hochschicken. Und hier können wir noch rauszoomen. Kann man es nicht. Doch, man kann es auch mit dem Mausrad. Wollte schon sagen. Können wir hier noch was machen? Hier können wir Gebäude ausschalten. Da können wir noch Ressourcen und Territorium. Und natürlich die Einheiten. Ach ja, die alten Minimaps. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich gerade groß erzählen soll. Es ist echt gerade so wenig los. Aber das kommt eigentlich mit dem Spiel erstmal. Vor der Kampagne haben wir jetzt erstmal natürlich die leichten Missionen, das ist klar. Dir fehlt Stein. Ach, dir fehlt Stein, ja, ja. Komm, liefert noch. Egal. Dann liefern sie es halt erst hier rein. Lumberjacks können wir noch nicht machen, also Holzfäller, weil uns fehlt dafür Forschung, glaube ich. Na, okay, wir können jetzt einen Typen schon für die Forschung machen. Ein Gebäude ist fertig. So, weil dann können wir da gleich rein investieren. Mal gucken. Ja, zwei Steinmetze sollten erstmal reichen. Ich glaube, in der Mission, wenn ich es richtig gesehen habe, da oben haben wir am Anfang der Mission die drei Porträtfenster und da waren nur die Pimons drin. Das heißt, wir haben ja auch keine Konkurrenzkämpfe oder dergleichen. Das heißt, gleich steht keiner vor unserer Base und tötet uns auf einmal. Ausbildung abgeschlossen. Dem Gebäude fehlt ein Betreiber. Ich überlege gerade, war die Völker vielleicht sogar das erste Strategiespiel? Ein Gebäude hat seinen Betrieb aufgenommen. Ja. Ein Gebäude ist fertig. Oh je. So, ein Gebäude hat einen Betrieb aufgenommen. Lookout, Lumberjack oder Hunter. Ich würde sagen, wir holen erstmal den Lumberjack ran. Du investierst nichts in Forschung. Ja, ja, mache ich gleich. Und Hunter. Hunter kann ich auch nicht reintun. Wartet. Und das mit du investierst nichts in Forschung ist nämlich das hier. Wir können Motivation antreiben mit Geld oder auch, hier sieht man eine Bilanz, wir können die Forschung antreiben. Wir gucken mal. Ja, wir können auch ein bisschen ausgeben. Lumberjack möchte ich recht schnell haben. Dann setzen wir die Steuern einfach mal herab. So. Der einfach mal weg. Na, kommt die beiden. Ihr könnt da unten mithelfen beim Sammeln. Ich gebe am besten jedem ein einzelnes Ding, damit sie nicht irgendwelche Faxen ziehen. Man kennt ja die ganz alte KI. KI vor allem. Wer mag mich mitschleppen? KI natürlich, ist ein deutsches Wort. Alter. Forschung abgeschlossen. So, hier können wir schon mal Lumberjack machen. Der Vorteil an dem Piment ist, die verbrauchen mehr Stein als Holz. Na gut, wie man nimmt, natürlich Vorteil. Amazonen wären zum Beispiel Gegenteil, die verbrauchen mehr Holz als Stein. Und die Saiki sind so das Mittelding, sind dafür deutlich kriegerischer. Das heißt, dort kommt eigentlich mehr der Jäger heraus. Das heißt, würden wir jetzt einen Jäger von Pimon gegen einen Jäger von Saiki schicken und auch als Amazonen, sähe das Aua aus. Weil ein Saiki-Jäger hat in der Regel, glaube ich, mehr drauf gehabt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und ja, das weiß ich selbst jetzt noch, nachdem ich 5 oder 6 Jahre nicht mehr gespielt habe. Also es ist, ich habe es damals gesuchtet, also
Ausbildung abgeschlossen. Ja. Forschung abgeschlossen. Dagegen sind die Spielzeiten bei WoW bei mir nichts, absolut gar nichts. Dagegen habe ich das Spiel hier schon wirklich Hossei. ein bisschen Ultraslone, Lookout Tower, Archikult Culture, Storehouse. Storehouse brauchen wir jetzt nicht. Auf mal Lookout Tower gerade.